Zum Anbeißen verführerisch. Das sind Knutschknochen. Antje bereitet die Einkreation seit heute Morgen zu. Für die Konditoren ist das eine gelungene Abwechslung zum Backalltag. Man kann ein bisschen kreativer sein als sonst, weil sonst hat man ja die einfachen Sachen wie Pfannkuchen, Streuselschnecken, den Blechkuchen, den wir jeden Tag anbieten. Und so kann man ein bisschen kreativ sein und ein bisschen Spaß mit reinbringen. Brandmasse wie bei einem Spritzkuchen, dazu Pudding und eine Kuvertüre drauf. Für die Deko noch schnell einen Schokoladenmund und Zuckeraugen. Fertig sind die Knutschknochen. Das sind die Nachfolger der Kussmuscheln. Die wurden im letzten Jahr gebacken. Die Einnahmen sind ausschließlich an das Cottbuser Tierheim gegangen. Zum Valentinstag wiederholen Radio Cottbus und die Bäckerei Hanuschka die Aktion. Dieses Mal gibt es aber Knutschknochen. Das ist einfach ein Fantasiename. Wir haben überlegt, wie könnte man das lustig benennen, damit die Leute sich vielleicht schon beim Namen freuen. Und so sind wir auf Knutschknochen gekommen. Die ersten sind schon fertig. Für Freitag sind bereits 600 weitere bestellt. Die Kollegen von Radio Cottbus verteilen sie dann in der ganzen Stadt. Wer die Knutschknochen schon jetzt probieren will, sie gibt es ab sofort bei der Bäckerei Hanuschka. Alle Einnahmen werden auch dieses Jahr wieder gespendet. Der Erlös geht an das Kinderhaus Pusteblume in Burg. Das wird voraussichtlich im Mai eröffnet. Bei diesem guten Zweck können sie naschen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben.